So, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg zum Gasthaus, gucken, ob wir da irgendwelche Sachen verkaufen können. Und natürlich müssen. Ah, den Leuten ist natürlich kalt, weil es jetzt regnet und stürmt. So, wir gucken erst noch mal ins schwarze Brett. Vielleicht haben wir da. Oh Gott, hier ist schon wieder alles voll. Was haben wir denn da? Gesucht, Deserteur hatten wir, glaube ich, schon. Zusatzration hatten wir, glaube ich, auch schon. Freiwillige gesucht haben wir auch schon. Das kennen wir auch schon. Tote in Eindringlingen. Hört her, gute Leute dessen Ordens. Wenn es euch nach Freiheit verlangt, wenn ihr bereit seid, zu den Waffen zu. Achso, kennen wir auch schon. Die neue Ordnung kennen wir auch schon. Okay, das kennen wir sowieso, kennen wir alles komplett schon. Wir werden jetzt erstmal zum Gasthaus gehen und mal gucken, ob wir da was verscherbeln Das wird können. die Luft etwas abkühlen. Oh, das wird die Luft etwas abkühlen. Was hat er denn zu berichten hier? Ja? Was ist denn, Wolf? Oh, ich habe einen Vertrag für den Greifen angenommen. Wir sind jetzt seit einem halben Jahr und okay, das kennen wir schon. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Brauchst du Hilfe? Beim durch die Felder rennen und Kräuter pflücken? Das schaffe ich schon. Okay, das schaffen wir schon. So, was haben wir da? Da wollen wir die Hexersinne auf jeden Fall dann benutzen. Und dann gucken wir mal eben, ob wir was verkaufen können. Brauchst du sonst noch was? Hast du was Interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Sieh's dir an. Ich bin gespannt, so wie die verkauft, die will schon mal zum Beispiel schon mal nichts haben. Gegenstand ist unverkäuflich. Okay. Unverkäuflich, unverkäuflich. Na super. Das ist das Zeus, was wir gebrauchen können. Und das Zeus können wir alles verkaufen, oder wie sehe ich das? Plunder kann für eine ordentliche Summe verkauft werden, okay. Reines. Wieso ist reines Silber Plunder? Ich hätte jetzt gedacht, das brauchen wir für irgendwas. Okay, wir verkaufen einfach mal. Den ganzen Plunderkram. So, und jetzt ist die Tante auf jeden Fall pleite. Das heißt, wir können im Moment nicht mehr verkaufen. Spielerwerte, RBRT. Okay, zurück. Verkaufen will ich jetzt eigentlich nichts mehr, aber wir könnten ja theoretisch noch ein bisschen Brot für uns einkaufen, oder? Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Was bringt denn das? Wirkdauer 5 Sekunden, 10 Sekunden. Boah, diese Steuerung, ne? 10 Sekunden, 5 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden. Boah, das ist aber auch wieder teuer, oder? Okay, was wollen wir denn überhaupt haben? Was ist das hier? Alkohest. Wirkt die für alchemistische Zau Zubereitung verwendet. Wird für alchemistische Zubereitung verwendet. Okay. Was ist denn jetzt nicht ganz so teuer? Ja, ist ja gut. Hör doch mal auf hier. Sag mal. Die könnten wir eigentlich mal kaufen. Dann können wir nämlich auch unseren Plunder wieder verkaufen. Zumindest das, was wir noch so zu verkaufen haben. Das bringt uns 6. Das bringt uns 1. Und das bringt uns 6, 11, 6. 9. Was ist das eigentlich? Kann bei der Vivild Bank in Novigrad gegen Kronen eingetauscht werden? Ah, okay. Kronen eingetauscht. Ach so, das ist. Ach, guck mal, das ist fremde Währung, die wir eintauschen können gegen ihr echtes Geld. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay, dann würde ich sagen, kaufen wir noch ein bisschen was anderes Zeug ein. Irgendwas, was sonst noch 10 Sekunden hält. Oder 10 Sekunden. Was ist das hier eigentlich? Alraunenlikör wird für alchemistische Sachen gebraucht, wird für alchemistische Zaubertränke gebraucht und für alchemistische Sachen. Okay. Und das alles für alchemistische Sachen, wa? Jo. Also alchemistische Sachen ist alle, hat alles irgendwas mit Alkohol zu tun. Was ist das denn eigentlich? Essen, Vitalität, Kuhmilch, 30 Sekunden Wirkdauer. Nehmen wir mit. Alle drei.
das nehme ich auf jeden Fall alles mit. So, das Zeug hier alles verkaufen, dann werden wir auch wieder etwas leichter. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir uns nur noch mal überlegen, was wir mit den Waffen anstellen sollen. Magst du das Gesetz, Nilfgaards? Was gibt's da zu mögen? Es ist wie jedes andere auch. Man wird besteuert, dies und das wird requiriert. Aber sie sichern den Frieden im Dorf, das muss ich ihnen lassen. Trauerst du nicht um Temerien? Ich habe vor einem halben Jahr darum getrauert, als König Volkest ermordet wurde. Jetzt will ich nur Frieden. Okay, so. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal gemacht. Jetzt will ich noch mal gucken, ob wir beim Zwerg irgendwie was machen können. Ob wir da vielleicht unsere überschüssigen Waffen loswerden. Die ja nicht so gut sind wie das, was wir im Moment anhaben. Obwohl, da ist auch noch ein Händler. Was hatte der denn noch zum anzubieten? Greifen fliegen nicht, wenn es regnet. Das ist die Bäuerin und das ist der mit der lustigen Frisur. Grüß dich. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Was hat der denn so? Der hat auf... Oh, hier können wir die Waffen verkaufen. Das ist hervorragend. Ja, das verkaufen wir auf jeden Fall alles. So, haben wir das soweit schon mal verkauft. Dann gucken wir mal, was der sonst noch so zum Anbieten. Was war das? Was ist das? Anfängerwaffenreparaturset auf die Haltbarkeit des Gegenstandes. Okay, da stimmt, da muss ich ja auch noch drauf achten, auf die Haltbarkeit und sowas alles. Die Sachen wären alle besser, aber die sind ja halt erst alle für Stufe 4 gedacht. Da sind wir noch lange nicht bei Stufe 4. Ansonsten können wir bei dem auf jeden Fall Sachen kaufen. Sehr schön. Pass auf dich auf. So, dann haben wir das auch schon mal gemacht. Jetzt gucken wir nochmal eben beim Herrn Zwerg vorbei. Gucken, ob wir bei dem irgendwas basteln können. Weil wir haben ja jetzt mittlerweile ein paar Rezepte gefunden. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir deine Waren. Ich hätte gerne, dass du mir etwas anfertigst. Schauen wir da mal. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Was haben wir denn? Gegenstände herstellen. Links auf dem Bildschirm siehst du die Liste der, soll das wahrscheinlich heißen, Schemas in deinem Besitz. Verwende A, um Schemas auszuwählen und um nach oben und unten zu scrollen. Rechts auf dem Bildschirm siehst du eine Beschreibung des aktuell ausgewählten Gegenstands. In der Bildschirmmitte siehst du die erforderlichen Komponenten zum Herstellen dieses Gegenstands. Gegenstände herstellen. Auch Handwerker müssen essen. Wenn dir ein Handwerker etwas anfertigen soll, musst du ihn für seine Dienste entlohnen. Wenn du das erforderliche Geld hast, drücke A, um den Gegenstand herstellen zu lassen. Du musst einen Handwerker auftreiben, der über die richtige Spezialisierung wie Rüstung oder Waffen schmiedet, für den jeweiligen Gegenstandstyp sowie über das erforderliche Können verfügt, um einen Gegenstand dieser Qualität herzustellen. Einige Gegenstände lassen sich jetzt hier erlegen, um neue Handwerkszutaten zu erhalten. Suche dazu einen Handwerker auf und wähle zerlegen. Okay, Schema, was ist das? Dimerium-Barren. Ja, das sind diese Barren, ne? Okay, das ist Geselle, Handwerker, Geselle, okay. Das sind alles Barren, die der macht. Rüstung gibt es anscheinend nicht, wa? Gehärtetes Leder... Ach du Heiliger. Zutaten fehlen. Kann man das irgendwie ein ausblenden, Seite ändern? Zurück. Okay. Ach du Scheiße. Da brauchen wir ja ordentlich was für, wa? Aber das wäre dann, wenn ich das richtig sehe... Den Gegenstand sieht man gar nicht, ne? Doch, da Rüstung. Für Stufe 1. Also, wir bräuchten theoretisch... Was ist das? Zwirren. Okay, da fehlen die Zutaten. Was fehlt uns da? Baumwolle. Okay, das scheint... Schemaheft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist, das könnte kompliziert werden mit dem Sachen herstellen. Und was hat er so für Ware? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Was hat er denn da so?
Viren, Baumwolle. Könnte ich natürlich auch kaufen, ne? Um die Rüstung herzustellen. Ich glaube, das machen wir mal. Jetzt habe ich vergessen, was wir brauchen. So ein Scheiß. Handwerk. Handwerk. Okay, was brauchen wir da jetzt? Dann kaufe ich die Sachen einfach zusammen für das Ding. Was ist denn hier besser? 15, 17. Resistenz gegen Schaden durch Monster, elementare Resistenz. Rüstung spielt Anhänger. Rüstung 17. Resistenz gegen Schaden von Monstern, elementare Resistenz, Aufschlitzenresistenz. Ich glaube, da gefällt mir das fast noch besser, wa? Magischer Gegenstand, Hexerausrüstung. Okay. Das haben wir und wir brauchen 2x Draht. 2x Draht, einmal Leder und Lederstücke. Ach du Scheiße. 2x Draht. Haben wir da, ne? Ne, das ist Schnur. Da ist Draht. Draht zweimal. Dann war das hier Lederstücke. Waren das zwei? Ich glaube ja. Zwei. Wir gucken nochmal eben drüber, ob das auch stimmt, was wir da uns jetzt herstellen. Ah, hätte nur eins gebraucht. Und dann noch einmal den. Okay. So, haben wir das soweit schon mal gemacht. Jetzt können wir Handwerk, genau. So, was haben wir denn da? Schema Krieger Lederjacke. Die will ich mir jetzt auf jeden Fall anfertigen lassen. Sehe ich das richtig, dass uns das jetzt nur 32 kostet? Okay, erfolgreich hergestellt Krieger Lederjacke. Sehr schön. Dann ziehen wir uns die doch einfach mal an. Leb wohl. Leb wohl. Okay, das haben wir. Inventar. Ach, hör auf. Wir haben das nur verbessert. Okay, das... Neue Gegenstände. Bolzen und Kriegerlederjacke. Okay. Wir haben uns auf jeden Fall etwas verbessert mit der Lederrüstung, so wie es aussieht. Das war schon wieder falscher Knopf. Mittlere Rüstung. Rüstung, ja. Das ist das, was wir gerade hergestellt haben. Trophäe haben wir da. Was bringt das? Oh Mann, diese Steuerung. 5% Bonuserfahrung bei Humanoiden. Okay. Ja gut, damit haben wir dann auf jeden Fall unsere Lederjacke soweit schon mal verbessert. So, wir sollen jetzt unsere Hexersinne benutzen, um den Typen zu finden. Machen wir das doch erstmal. Den Jägersmann sollen wir finden. Nee, wir sammeln Schnecken. Da rein kommen wir nicht. Die wird verschlossen, die Tür. Da haben wir was. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Okay, dann folgen wir doch einfach mal der Spur. Da ist er. Mislav. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja. Gefährlicher als Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit?
Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Warum nicht? Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert. Nur Fell und Knochen. Dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Weil sie schlau sind. Schlauer als Füchse. Und Menschen leidenschaftlich hassen. Zu spät. Noch ein Angriff. Was? Der schießt ja schon auf irgendwas. Ach du Scheiße, hör auf. Aber einer scheint schon tot zu sein. Okay, das sind wilde Hunde. Der schießt auf jeden Fall noch weiter drauf. Okay, der ist hin. Ja, komm mal her, mein Hundchen, nur. Okay, oder auch nicht. Da haben wir jetzt nicht großartig viel geholfen, wa? Dann haben wir den Hundetalg. Rohes Fleisch. Hundetalg und Hundetalg. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn und ich liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Okay, jetzt müssen wir ihm also folgen zu dem Fundort, wo er die Leichen gefunden hat. Und wir haben erfahren, er steht auf Männer. Und da hat sich sein Freundchen einfach aufgehangen und die haben ihn verbannt. Sowas ist schon traurig, muss man ganz ehrlich sagen. Also dieser, es ist ja auch im Grunde eine Art des Rassismus. Vor allen Dingen, weil er sich ja auch selber als Anderling bezeichnet, weil er halt schwul ist. Sagt man heute noch schwul oder sagt man homosexuell? Ich glaube, das ist eigentlich egal, ne? Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Nichts zu trauern. Sie waren Nilfgaarder.
Sie waren Jungs wie die unseren. Nur in schwarzer Rüstung. Jetzt Weidmanns Heil. Okay, er hat uns auf jeden Fall hier den Ort gezeigt, den wir hier, den wir gesucht haben. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Okay, was müssen wir da? Fragt die Kräuterfrau, untersucht mit Hilfe der Hexer sind. Okay, wir sollen hier auf jeden Fall irgendwas untersuchen. Hier können wir schon mal gucken. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas von Wichtigkeit? Hier ist ein Lagerfeuer. Ein Lager? Da hinten haben wir irgendwas Böses. Kommt das auf uns zu? Irgendwas ist da hinten. Das macht mir gerade ein wenig Sorgen. Gucken wir mal hier. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Okay, folgen wir einfach mal den Spuren. Oh, was ist denn da unten? Da können wir doch bestimmt irgendwas plündern, wa? Mein Gott, manchmal rennt der los wie so ein Wilden. So, Leinen haben wir. Anfänger, Ausrüstung zur Reparatur Z und Ohre. Jetzt haben wir hier da oben irgendwo einen Wolf. Komme ich hier jetzt auch wieder raus oder habe ich jetzt Scheiß gemacht? Okay, wir kommen wieder raus. Wo sind denn die hin? Sind die hier rüber? Hier geht's weiter. Okay, die sind aber noch weit weg. Ich habe da immer Angst, ey, dass sie mich erwischen. So, hier einmal hoch. Hallo? Sehe ich das richtig? Hier hoch? Jo, da geht's weiter. Hier hoch? Und da geht's weiter. Was war das? Heiligsbleche, ich habe jetzt schon gedacht, wir brechen uns jetzt die Knochen, ey. Unglaublich. Warum geht der denn da nicht hoch? Warum springt der denn da nicht rüber? Jetzt haben wir es geschafft. Sehr schön.